viel zusammen. Wenn die Mitte so offen ist, dann wird es auch für die Torhüterin schwer. Aber das ist auf jeden Fall der Grundstein und der muss heute deutlich besser funktionieren. Stuttgart, Ausrichtungsort zusammen mit Dortmund und Trier, dann auch für die Frauenweltmeisterschaft 2025 in der Kooperation mit den Niederlanden als Ausrichter. Also auch das heute vielleicht nochmal ein wichtiger Probelauf für das dann anstehende Großturnier. Aber das ist hier arriviert in der Porsche Arena, die Organisation, die funktioniert. Und wir haben hier immer wieder tolle, fantastische Spiele erlebt. Hoffentlich auch heute die deutsche Mannschaft in den schwarzen Trikots von links nach rechts Ungarn in Ballbesitz. Schmid, Jenny Behrendt in der Anfangsformation, Julia Behnke am Kreis vorne, Antje Döll auf der Linksaußenposition, natürlich Greiselt und Emily Bölk, das ist gesetzt. Die beiden Co-Kapitäninnen. Erste gelbe Karte gegen Petra Schützi-Towizzi, 25-Jährige aus Debrecen. Erste Zeitstrafe im Spiel bei den Männern in der 38. Minute. Da haben wir gesehen, was für ein Charakter das Ganze hatte. Schauen wir mal, was jetzt hier gibt. Ne? Hier die erste gelbe Karte schon in der ersten Minute und der erste Treffer für die deutsche Mannschaft, Emily Böck. Und jetzt heißt es, gut verschieben, sich gegenseitig helfen. Das hat gegen Brasilien über weite Strecken wirklich gefehlt. Ja, auch hier relativ einfacher Abschluss, in die Nahtstelle reingegangen, kurzes Dribbling, das ist zu einfach. Genau, da hätte jetzt, klar, Antje hätte reinschieben können, aber die Lücke war einfach auch zu groß und von dem her, aber das, die müssen geschlossen werden. Das sind zu große Lücken und die werden ausgenutzt. Hier nochmal der Treffer. Ja, hat sie viel Körperkontakt gespürt, Emily Bölk, aber sie gibt auf der anderen Seite auch selbigen. Und das ist wichtig. Gut abgeräumt, guter Einlaufweg für Nadine Schölleschi-Schatzl. Schatzl, ihr Mädchenname, in München geboren. Die 28-Jährige spielt kommende Saison beim Meisterschaftssiebten der abgelaufenen Spielzeit. Guter Örs. Man sieht schon die ungarischen Frauen, anders als ihre männlichen Kollegen, von der ersten Sekunde an mit einer hohen Intensität im Spiel drin. Ungarischen Männer waren in der ersten Halbzeit eher phlegmatisch, schwerfällig. Ja, aber man, von den Frauen muss man schon sagen, also sie haben schon auch mittlerweile Spielerinnen im Kader, wo eben Tempo ist, wo sie vorne ihren Ball laufen lassen wollen, schnellen Ball laufen, damit man die jetzt gerade den Außen freispielen kann. Also ich habe schon ein Spiel erwartet, wo Tempo drin ist. Ungarn im Qualifikationsturnier 49:11 gegen Großbritannien. Aber sie haben den WM-Vierten Schweden mit 28:25 geschlagen. Das darf man nicht übersehen. Und es gab Finale ein 37:28 gegen Japan und damit haben sie das Ticket gezogen. Hatten zuletzt zwei Spiele gegen Slowenien. Ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Eins auswärts mit 10 Toren Vorsprung gewonnen. Zu Hause das Rückspiel mit einem Treffer. Das hört sich dünn an, aber sie haben auch da den Gegner klar dominiert. Waren nur ein bisschen nachlässig im Verwerten der hochkarätigen Möglichkeiten. Da haben sie einen Sack voll von. Viele junge Talente. Die Ungarinnen ja, was Junioren- und Jugend-Europa-Weltmeisterschaften angeht, in den zurückliegenden Jahren immer wieder Titelgewinner, Medaillengewinner. Also da ist viel Potenzial da. Ja, also definitiv. Da haben sie in den letzten Jahren viele Titel oder um die Titel mitgespielt. Und gerade mit Simon haben sie natürlich auch einen in den Reihen, die ein vielversprechendes Talent ist. Von dem her, da kommt schon einiges nach in Ungarn. Mögliches Zeitspiel angezeigt. Der Abschluss muss kommen. Aber ja, in dieser Situation im Angriff rausgeholt, was rauszuholen war. Mehr war nicht drin für Petra Fücitovici. Schöner Schlagschuss. Schöner Schlagwurf. Kucura spielt kommende Saison beim Thüringer HC. Kann man sich heute schon mal ein gutes Bild von machen. Ja. Der ist wild hoch rausgegangen. Viola Leuchter, die Linkshänderin. Die deutsche Mannschaft versucht schon auch herzhaft hinzugreifen. Gibt die erste 2 Minuten Strafe. Nach gut 4 Minuten. Emily Bölk muss raus. Hier ist das 10. Ja, sie lässt nicht los, zieht die Gegenspielerin runter. Und damit ist diese 2 Minuten Strafe auch nachvollziehbar. Ja. Über den Block der Abschluss. Fast aus dem Stand von Kucura. Sollte so auch nicht sein unbedingt.
Nee, da muss auch jemand früher drauf und ja, attackieren. Schöne Übersicht. Wunderbar abgewartet auf die Bewegung der Torhüterin. Mit viel Ruhe abgeschlossen von Nadine Schölle-Schatzel. 107. Länderspiel von ihr. Steht dabei bei 262 Treffern. Super links außen, schon viele Jahre bei der Nationalmannschaft, viele Top-Clubs mit Budapest und mit Kür natürlich. Von dem her darf man nicht einfach so frei da rumstehen lassen. 3 Europameisterschaften, 2 Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele in Tokio hat sie bereits in ihrem Fahrtenbuch stehen. Reiselt. Ja, das Anspiel kann nicht funktionieren, aber was soll sie anderes machen? 2 Gegenspielerinnen an sich haftend. Im Abschluss letztendlich Eigenaktionen. Hätte man durchaus auch zugunsten der deutschen Mannschaft pfeifen können. Definitiv. Aber gerade in dem Vorbereitungsspiel, ich will das Thema Schiedsrichter nicht zwingend aufmachen. Nein, es hilft jetzt auch nichts heute, aber ein Pfiff wäre jetzt nicht falsch gewesen. Auch unter großem Druck noch ein solcher Abschluss. Ja, Ungarinnen sind präsent, sind da. Deutsche Mannschaft mit Schwierigkeiten im Zugriff. Wir wollen das Positive gerne sehen und auch hervorheben. Und wir werden uns auch darüber freuen. Aber es ist letztendlich auch unsere Aufgabe, anzusprechen, was nicht wirklich funktioniert. Auch wenn das viele nicht gerne hören. Schön. Das ist endlich mal ein schöner Abschluss von Greiselt. Da kommt auch Blanka Böde-Biro nicht ran. Torhüterin der Ungarn wird übrigens mit Judoka Christian Todd zusammen die ungarische Fahne bei der Eröffnungsfeier ins Stadion tragen. Das ist meine große Ehre. Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr große Ehre. Das hast du einmal in deiner Karriere. Das ist cool. Das finde ich auch cool, ja. Sehr beweglich, sehr agil die Ungarinnen. Ist nicht der Auftakt, den Markus Gaugisch sehen wollte. Als Reaktion auf das Brasilienspiel. Dina Eckerle auch heute hier mit dabei. Ja, es ist bitter. 14 plus 3. Es ist echt ein dünner Kader. Das hast du bei anderen großen Turnieren nie. Weder bei Europameisterschaften noch bei WM. Und das ist dann auch bitter, wenn du den Call bekommst. Du bist Reserve. Passives Spiel angezeigt. Abschluss muss kommen. Der technische Fehler. Ballbesitz für Deutschland. Möglichkeit, heranzukommen. Selbstvertrauen zu holen. Schmidt, ja. Schön. Sehr schöne Finte. Das kann sie ja. Sie hat das ja drauf. Xenia Schmidt. 30 Jahre alt, die gebürtige Belgierin. Ihr 119. Länderspiel. Ja. Den kann man auch mal so machen. Individuelle spielerische Klasse, wir haben es angesprochen, ist reichlich vorhanden bei den Ungarinnen. Im Handgelenk rausgezwirbelt. Katrin Krüber spielt seit 2018 für Ferencváros Budapest, dem amtierenden Meister und Pokalsieger. Gibt mehrere Teamkolleginnen von Emily Bölk auf der anderen Seite. Emily, die ja bei Ferencváros spielt seit Jahren. Man kennt sich. Aber da wird dann trotzdem nicht zurückgezogen, wenn man dann gegeneinander spielt. Nicht in den 60 Minuten jetzt, ne. Wenig Pfiffe für die Deutschen. Oh,
klasse Pass. Gute Parade. Aber endlich auch mal Katharina Filter da. Das ist wichtig, wobei die Übersicht natürlich von der Überin stark rausgespielt. Zuspiel war überragend. Ja. Katharina Filter, die in Brest spielt seit 2 Jahren. Dem aktuellen Vizemeister in Frankreich. Hier, Kucora. Wunderbare Übersicht. Es war ein richtig freier für Nicolette Papp. Aber wichtig, solche Szenen jetzt auch für die deutsche Mannschaft. Ja, wir brauchen jetzt hinten auch eine Tourleistung und auch klar, dass die Leistung beider in Dortmund war jetzt auch nicht so überragend. Von dem her ist es schon wichtig, dass sie heute sich hier wieder Selbstvertrauen holen und dann Selbstvertrauen tanken für die kommenden Spiele und dann natürlich auch für Olympia. Aber ich neige dann immer gerne dazu, Torhüter auch in Schutz zu nehmen, denn so die ganz große Unterstützung gegen Brasilien von den Vorderleuten hatte sie nicht. Also, definitiv, das haben wir vorher gesagt. Und trotzdem, glaube ich, tut jeder Freie trotzdem auch mal gut, weil es einfach pusht. Apropos Freie. Blanka Bürde-Biro. 7 Meter. Für sie heute das 113. Länderspiel. Es ist schon so, dass das eine sehr homogene, zusammengewachsene ungarische Mannschaft ist. Da ist ein Stamm dabei von Spielerinnen, die schon sehr viele internationale Großturniere zu Buche stehen haben. Greiselt. Boah. Leider zu hoch drüber gelegt. Torhüterin geht runter. Idee war jetzt nicht so falsch. Schönes Anspiel. Ja, und da ist sie wieder. Katharina Filter, schön. 2 wichtige Paraden in dieser Phase, dass der Gegner nicht wegläuft. Antje Zöll. Ja, und ich werde wieder die Kommentare dafür bekommen. Aber ja, ich bleibe dabei. In Manko in den vergangenen Jahren, auch bei den Großturnieren, wir ziehen halt auch immer wieder zu viele Fahrkarten. Ja, vor allem werden jetzt die Chance gehabt, wieder auf 2 hinzukommen. Wir haben hinten 2 starke Paraden gehabt, 2 gute Chancen gehabt mit dem 7 Meter und einem relativ guten Winkel von außen. Aber es hilft nichts. Ist nicht passiert, also wieder Gas geben in der Abwehr. Das ist halt das bei den wichtigen, entscheidenden Spielen auf großem Parkett, die dann eng sind. Du musst deine Großchancen nutzen. Nicht 100%, natürlich nicht. Aber die Quote muss höher werden, wenn du was erreichen willst. Schön. Schaffen es immer wieder, den Außen frei zu spielen, aber Katharina Filter ist da. Sie hält uns momentan komplett im Spiel, definitiv. Ja, ist wichtig, weil die Ungarinnen spielen einen sehr, sehr guten Angriff, spielen sich immer gute Chancen raus. Ja, nutzen eben auch die Breite, ja, richtig, verlagern genau. Das Spiel gut. Überspielende Position, also... Schöne Einzelaktion, aber bei der Gegenwehr. Ja, jetzt zumindest der 7 Meter rausgeholt von Jenny Behrendt. Und die 2 Minuten Strafe on top drauf. Schenke Gucora, die rausgeschickt wird und es kommt Julia Meithof. Vergangene Saison in Rumänien gespielt, bei Valcea. Der war platziert, der war souverän und der war dringend notwendig. Ungarn 2023 10. bei der WM. Zuletzt Gegner der deutschen Mannschaft am 5. November beim Tag des Handballs in der Olympiahalle in München. Da hat Deutschland da einen 29-25 Sieg gefeiert. 8-mal bei Olympischen Spielen dabei, die ungarischen Frauen in Tokio, Platz 7. Davor hatten auch sie 2-mal die Qualifikation nicht geschafft. Silber 2000 mit der finalen Niederlage gegen Dänemark, der größte Erfolg bei Olympia. Bronze 96 und 76. In der Vergangenheit auch einiges mitgenommen. Und sie kommen hier an Katharina Filter mal wieder vorbei. Leuchter. Durchgetankt. Mit 20, jung die Aachenerin, aber sie hat ja alle Veranlagungen. Die Athletik, damit auch das Durchsetzungsvermögen.
Ja, und natürlich mit ihrer Größe auch eine absolute Shooterin, wenn wir sie ins Spiel bringen. Jetzt willst du mich wieder abfragen, jetzt 85. Ich wusste, dass du das weißt. Ich merke mir Frauen, auf die ich hochschauen muss. Ja, auf ihrem Kreis wäre es gewesen, aber sie macht es auch so souverän. Geht der Ball nicht rein, gibt es den 7 Meter. Kinga Drebeceni-Klevinji. 32, 85 ist das Länderspiel. Mutter einer Tochter, hatte auch eine längere Pause. 2 Europameisterschaften, 2 Weltmeisterschaften. Ich sage das immer gerne mal am Rande, einfach mal auch aufzuzeigen, welche Erfahrung da auf der anderen Seite steht. Dass das hier keine Laufkundschaft ist. Auch wenn die deutsche Frauenmannschaft bei den letzten Großturnieren besser abgeschnitten hat als Ungarn. Das stimmt, ja. Ja, da gehen die Fäuste hoch an der Bank. Ist wichtig. Die Mannschaft muss zusammenstehen. Diese schwierigen Phasen kann man nur zusammen überbrücken. Und zu Hause im Rückstand hinterherlaufen ist eine schwierige Phase. Passives Spiel angezeigt. Und der war ohne Ansatz. Klasse Reaktion von Katharina Filter. Und die Ungarinnen geschickt gemacht. Xenia Schmitz festgemacht. Sie können sich ordentlich sortieren. Genau, wir schaffen es noch nicht wirklich, dann auch in die zweite, dritte Welle zu kommen. Das machen die Ungarn sehr gut. Spätestens beim zweiten Pass machen sie den Stopp voll. Ja, und das ist dann mal purer Wille bei Emily Berg. Sie finden die Lücke nicht. Können diesen Abwehrverbund nicht auseinanderreißen. Starke Abwehr der Ungarinnen. Schieben gut, geben 1-1 relativ gut weiter. Darf man durchaus auch so erwähnen. Aber das ist das, was die deutschen Frauen bei Olympia erwarten wird. Die Gegner werden nicht einfacher, nein. Ja, sie verhindern gut das Aufsteigen aus der Distanz, dass du aus der Höhe einen Wurf machen kannst. Kommst du in den 9-Meter-Raum rein, sofort kleben sie an dir, unterbinden Querpässe, Kreuzungen. Die Ungarinnen machen das schon richtig gut. Und trotzdem nur ein Torrückstand. Dank einiger hervorragender Paraden von Katharina Filter. Aber dafür ist eine Torfrau auch da. Gut, super verteidigt. Ja. Mehr davon bitte. Erste Auszeit. Für Sie die Chance, was zu gewinnen. Wir sind gleich wieder da. In meinen verlängerten Arm habe ich vollstes Vertrauen. Und in meine Fenster auch. Fensterversand.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Hey, Ralf Schumacher. Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja. Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Wow. Schnell, einfach, online. Neugierig geworden, was dein Auto wert ist? Meine Empfehlung, hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Oh, es wird echt Zeit für was Neues. Aber wo fange ich nur an? Finde mit der StepStone-App jederzeit und von überall den richtigen Job für dich. StepStone, deine helfende Hand, wenn es um Jobs geht. Wir sind mittendrin im vorletzten vorolympischen Testspiel der deutschen Handballfrauen. Aber losgehen tut's bald, auch in der zweiten Fußball-Bundesliga der Männer. Exzellent besetzt, Traditionsmannschaften ohne Ende. Ein extrem hohes Niveau, das uns erwartet. Und wir steigen ein in unsere
Übertragungs-Live-Reihe mit dem Spiel Schalke gegen Braunschweig. Das sind auch zwei richtige Fußball-Dinosaurier in Deutschland. Dürfen wir uns wirklich darauf freuen. Zurück zum Spiel der deutschen Handballfrauen in den schwarzen Trikots gegen Ungarn. 6-7 Rückstand, 16 Minuten gespielt. Es ist der erwartet schwere Gegner für die Mannschaft von Markus Gaugisch, aber er wollte das so. Allerdings schwierig, jetzt auch Gegner zu bekommen, die nicht bei Olympia dabei sind, denn Mannschaften sind im Urlaub gewesen und ja. Wobei so langsam starten die Mannschaften. Ja, aber da aber ja, gehst du nicht mit der Nationalmannschaft auf Gastspielreise. Das stimmt. Sie macht ein richtig gutes Spiel. Sie setzt richtig drin. Sie ist heiß gelaufen, Katharina Filter. 25-Jährige aus Hamburg. 51. Länderspiel. Ihr Debüt 2021. Vor allem im Beachhandball auch extrem erfolgreich gewesen. Welt- und Europameisterin, World Games-Siegerin. Jetzt will sie eine Olympiamedaille in der Halle. Und das darf man auch ehrlich so sagen, als Athlet musst du den Anspruch ja an dich haben. Wenn du so Top 5, Top 6 in der Welt spielst, warum dann nicht mal eine Medaille auch bei Olympia, wenn alles zusammenläuft? Bisschen träumen darf erlaubt sein. Ja. Na, ich bin bei dir. Man sagt ja immer so schön, man beginnt ein Turnier, um es zu gewinnen. Also von dem her, das ist die Zielsetzung, was da nachher bei rumkommt. Boah, heute in die andere Ecke unterwegs, unter größtem Druck. Trotzdem den Treffer erzielt Anna Albeck, die 22-jährige gebürtige Serbin. 2 Jahre bei TuS Metzingen auch gespielt, in der Handball-Bundesliga. Man kennt sie hierzulande. Am Kreis für Deutschland Lisa Antl von Borussia Dortmund. Auch wieder das 1:1 draufgehen auf die Abwehr. Aber zumindest die 2 Minuten Strafe rausgeholt. Ja, wir müssen auch in die Lücken gehen. Wir schaffen es nicht, uns so Positionen zu spielen, dass wir viel über den Rückraum kommen. Wir müssen in die Tiefe, wir müssen diese Lücken reißen und dann versuchen, wie vorher bei Xenia oder jetzt auch mit Emmy, die dann ins 1-gegen-1 kommen. Alina ist eine 1-gegen-1-Spielerin, wo wir dann da eben unseren Platz bekommen und Torchancen kreieren. Auch für Cengiz Kucora jetzt schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt die 2. 2-Minuten Strafe. So richtig entlang kann sie in der Folge nicht mehr, sonst ist frühzeitig Feierabend. Aber auch ein Zeichen dafür, dass die Ungarinnen eben richtig zulangen. Annika Lott jetzt auf der Platte mit der 23. Oh, das müssen auch zwei werden. Das sind 2. Ja. Wenn nicht mehr. Sie beraten sich. Das kann auch rot geben. Ja, sie nestelt schon am Trikot. Und das ist die rote Karte. Das war's dann für dieses Vorbereitungsspiel für Katrin Kloiber. Ja, hat die Hände oben und geht dann schon runter. Also kann man geben. Ja, trifft sie noch im Vorbeilaufen. Ja. Gesichtshalsregion, ob es jetzt dringend rot war. Ist immer die Frage der Linie. Sie haben am Anfang vieles durchgehen lassen, haben die Pfiffe eben nicht der deutschen Mannschaft gegeben. Jetzt pfeifen sie es plötzlich ganz konsequent. Also ja, das stimmt. Hier ein wunderbarer Block, aber dann kommt der Schlag. Wenn man es als Tätigkeit werten will, dann ist es rot. Ja, Julia Meithof. Und das muss jetzt die deutsche Phase werden, denn wenige weiße Trikots auf dem Parkett. Wir werden jetzt alles dafür tun, um das Spiel zu verschleppen, das ist klar. 2 Hinausstellungen. Torhüterin geht raus zugunsten einer Feldspielerin, ja. Sie lassen sich Zeit dabei. Ergänzung kommt jetzt aufs Feld mit Nicolette Papp. Und jetzt wollen sie es natürlich möglichst runterziehen. Das ist eine lange Phase. Natürlich probates Mittel, sich festmachen lassen. Solange die Zeit weiterläuft. Alles im Sinne der Ungarinnen.
auch diese Aktion von Anna Albeck mit keinem anderen Ziel. Jetzt kommen die Hände der Schiedsrichterinnen hoch. Schon 45 Sekunden ins Land gegangen. Zeit wird angehalten. Die Hände für passives Spiel natürlich oben. Der Abschluss muss jetzt kommen. Unweigerlich. Aus dem Rückraum. Fängt Katharina Filter fängt ihn sogar. Arg. Korrigierte Grafik, so ist es richtig. 7:8 Rückstand. Ein Trefferrückstand. Wieder die Hände oben, passives Spiel angezeigt. Und wieder Katharina Filter. Gute Quote von ihr. Ausgleichstreffer, 8:8. 21. Minute. Sie haben lange gebraucht, um reinzukommen. Aber wichtig ist, dass es ihnen auch gelingt. Jetzt steht die Abwehr auch besser. Wir haben hinten eine Tour der Leistung. Und dann läuft es auch vorne einfacher. Greta Katschor mit dem Stirnband auf der Platte. Auch sie nominell Reservespielerinnen im ungarischen Kader. Mit der 44. Auch sie bekommen ihre Spielzeiten hier. Und ihr Abschluss bleibt hängen. Hat Antje. Sehr schöner Block. Ja gut, da muss sie jetzt warten. Aber Abwehr viel besser. Wir sind viel beweglicher. Wir gehen raus, wir gehen zurück. Wir machen Stopp-Fouls. Machen es in Ungarn deutlich schwieriger als in den ersten 15 Minuten. Ja, das gegenseitige Helfen ist jetzt viel intensiver. Genau. Gehen nicht nur ein Armpaar hoch, sondern zwei, drei. Und dann ist es auch für die Ungarinnen, die jetzt nicht unbedingt die Größten sind, schwierig da dann drüber zu kommen. Ja. Funktioniert deutlich besser als in der Anfangsphase. Lott. Kurzen Zupfen mit der linken Hand am Trikot den angedachten Spielzug angedeutet. Antje Döll, jawohl! Erste Führung für Deutschland. Nach längerem Rückstand. Die Führung von Deutschland durch die 29. 35-Jährige, natürlich mit viel Routine. Abgelaufene Erstligasaison, 118 Tore erzielt. Davon allerdings auch 39 Siegmeter, aber die muss da erstmal reinbringen. Es gibt ja immer wieder Kritik am Spiel über die Außen bei der deutschen Mannschaft, aber mit Antje Döll klappt das heute gut. Bisschen. Kann schon. Ja, aus der Luft ein bisschen runtergepflückt. Lautstark unterwegs, Wladimir Golovin. Auf der anderen Seite Markus Gaugisch. Ist ja auch einer, der motivieren kann, der mitreißen kann. Ja, das hat man in Bietigheim schon gesehen, wo er Vereinstrainer war. Und das setzt er auch in der Nationalmannschaft um. Und das ist aber auch wichtig, von draußen einen zu haben, der pusht, der macht, der aktiv ist. Wieder Anna Albeck. Die 22-Jährige war schon U19-Europameisterin, U18-Vize-Weltmeisterin. Schon in jungen Jahren gezeigt, dass da eine Menge Potenzial da ist. Lott. Leuchter. Positionswechsel mit Maithof. Schönes Abspiel. Jawohl. Stark. Lisa Antl. Endlich auch mal eine spielerische Lösung. Schön. Boah. Sofortige schnelle Antwort. Kinga Derbeceni Klevinji. Den kann sie nicht erreichen. Der läuft hier weg. Kein gutes Anspiel.
offensiv voll. Klein, zwei Gegenspielerinnen reingelaufen. Sie wollte möglichst spät den Ball nach außen rausgeben. Ja, aber sie wusste nicht. Sie wollte, glaube ich, zuerst. Der war zu, dann selber. Also da war... schwurbelig. Drei Ideen mit einer späten Ausführung. Mit der 95 Johanna Stockschleder jetzt auf der Platte. Antje Döll bekommt ihre Verschnaufpause. Momentan vereinslos die 29-jährige gebürtige Siegerin. Zwei Spielzeiten beim Thüringer HC verbracht. Und wieder aus dem Rückraum Leuchter. Das sind die Tore, die die deutsche Mannschaft dringend braucht. Mit der 77 Viola. Jo, schnelle Mitte, so nicht. Es beide. Und die Auszeit von Markus Gaubisch. Gut. Hey, 7-6. 7-6, der Auftakt. Lisa Maike, Jule in der Mitte. Ja, hier diese, dass du hier reinkommst. Maike, hier. Eine wichtige Variante, die international immer häufiger gespielt wird, 7-6. Auch dafür sind Spiele wie heute da, um das auch frühzeitig schon auszuprobieren, auch bei einem ausgeglichenen Spielstand. Ja, kommt immer öfter, wie du es gesagt hast, und wenn du so Spiele hast wie heute, musst du es üben, weil wenn es drauf ankommt, muss es funktionieren. Ein Phänomen auf der Platte mit der 3 auf rechts außen, Amelie Berger. Von Bensheim-Auerbach. Warum ein Phänomen? In meinen Augen viele Knieverletzungen selber gehabt. Sie hatte im Februar 22 einen Kreuzbandriss, im Februar 24 einen Kreuzbandriss. Comeback in der Liga nach 3 Monaten. Du schmunzelst. Weil ich mich für sie freue. Aber ja, es ist ungewöhnlich, dass man mit der Verletzung in der Zeit dann heute hier auf der Platte steht. Aber es freut mich, dass sie die Muskeln anscheinend so gut aufbauen konnte, dass sie mit zur Olympia fahren kann. Das ist ein Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Und das 7-6 hat funktioniert. Führung für Deutschland. Und wie hat Markus Gaubisch gesagt, und dann zurück wie die Sau. Das haben sie jetzt gut gemacht. Zeit genug für die Torhüterin, sich wieder reinzuwechseln. Sportlersprache, eine direkte Sprache. Da darf man doch nicht empfindsam sein. Oh, Jens. Boah. Dass der Pass nicht ankommt, das wäre gut gespielt gewesen. Ja. Aber wenn sie den hätte annehmen können, dann hätte ich auch alle Hüte gezogen. Ja, das stimmt. Meithof, Lott, sofort 3 Ungarinnen da zur Verdichtung. Aber das gibt den Platz für Berger. Schade. Gefühlvoll der Abschluss. Tick zu hoch. Idee nicht so schlecht. Die Torhüterin war relativ weit vorne. Ja, aber absolut legitim. Luftvor war keine falsche Entscheidung. Er war nur zu genau. Ja, es ist ein Heimspiel und du willst natürlich zeigen, dass du zu Recht dabei bist. Gut zugemacht. Weiterreichen des Balls unterbunden. Das ist natürlich die Gefahr, wenn du zu dritt an einer Gegnerin dran bist und der Ball dann frei rauskommt, dann bist du natürlich blank. Wenn du mit 3 dran bist, dann brauchst du das Stoppvoll, sonst hast du verloren. Hart, aber nicht präzise genug von Katscher. Und der Wechsel. Antl kommt rein, Bölk raus. Maithof reingekommen. Torhüterin draußen. Wieder der Versuch von 7-6. Drohender Ballverlust. Amelie Berger sprintet sofort zurück. Torhüterin auf dem Weg rein.
Das ist ein Zusammenspiel, du musst halt dann auch 100% konzentriert bleiben auf der Bank und als Spielerin mit der Position, die dann rauszugehen hat. Definitiv, und du hast immer ein Auge eigentlich schon wieder beim Zurückrennen. Ganz wichtig, Spielantizipation, wie entwickelt sich's, was passiert. Rote Karte, von draußen zuschauen. Unangenehm für Katrin Kulliver. Angenehm für Julia Weidhoff, dass sie den so schön ins Netz setzen kann. Deutschland mit 2 vorne. Torschütze mit der 27, Julia! Ja, und jetzt geht's auch nicht mehr so locker von der Außenposition für die Ungarinnen. Nee, also, aber wie gesagt, wir verteidigen auch deutlich besser. Die Chancen sind nicht mehr so klar und so gut. Auch der war abgedrängt als Rechtshand von außen. Das macht es dann auch nicht einfacher. Von dem her, die Abwehr ist besser, deutlich besser als in der Anfangsphase. Publikum ist da. Support ist vorhanden. Daran fehlt es nicht. Meidhof. Wenn Sie die deutsche Mannschaft sehen wollen am Sonntag, die Frauen mit ihrer Revanchemöglichkeit gegen Panamerikameister Brasilien, Karten gibt's noch. Schöner Treffer, wurde abgeräumt. Stocksleder. dhb.de/tickets. Und da gibt's auch das elektronische Eintrittsticket. Kurz entschlossene mit der Möglichkeit, Sonntag noch zu kommen. Da spielen dann die Frauen zunächst ab 15 Uhr. Und wir übertragen das live ab 14.45 Uhr bei Sport 1. Und dann anschließend die Männer gegen Japan. Ein Gegner, den wir dann auch bei den Spielen haben werden im Männerbereich. Da kann man schon mal gleich antesten. Wieder passives Spiel. Angezeigt und wieder Ballverlust. Schön. Und du bringst den Gegner nur in diese Situation durch konsequente Abwehrarbeit, weil er dann eben keine Abschlussmöglichkeit findet. Wie wir sie kennen, Emily Burke. Ja, Tempo jetzt mal mitgenommen von hinten, direkt ins 1 gegen 1. Und dann ist sie schwer zu halten. 1 gegen 2. Ja, in dem Fall. Ja, hast du recht. Aber es macht es ja umso wertvoller. Doppelte Gegenwehr. Mindenki magánakciózik, találjuk olyan dolgot, amit nem működnek. Utána ma azzal foglalkozom, mi történt ott, vissza nem futunk. Lefutjuk ide a vonalra, és állunk. Meg nincs vége a meccsnek. Basszus, ha minden másodpercben küzdök, azzal foglalkozok, mert érkezünk. Az nem kézilabda, és mindegy, hogy mérni az eredmény. Ott kell valahogy meg szedni szörtén, visszaérkezek, zárom a vonalakat. Az késő, de ne adjunk ekkora, ne lépje ki. Jó, 38, de ne, menjél szélesebben, hogyan, balra kezdjünk, így lesz a helyen, csak már próbálj meg megtartani. Ziemlich deutliche Ansage, lässt an Klarheit, Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. Zeigt die absolute Unzufriedenheit. Nachdem die Anfangsphase wie geschmiert lief, haben sie den Faden jetzt völlig verloren. Genau, also haben natürlich sehr, sehr gut gestartet. Klar, jetzt mit Glöber fehlte natürlich auch eine Spielerin, die enorm wichtig ist fürs Spiel. Aber trotzdem gelingt ihnen aktuell nicht mehr ganz so viel. Und das hat er ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ihm das so überhaupt nicht gefällt. Dass er da was ganz anderes sehen will. Gehört dann auch dazu, dass man das gesagt bekommt. Wake-up-Call. Mal sehen, ob der dann auch wirkt. Maike Schmelzer. Lott in der Mitte. Und der Arm der Schiedsrichterin ist wieder oben. Ja, Emily Berg bleibt da gleich mal weg. Hat schon eine 2-Minuten-Strafe, gut so. Hat auch so gereicht. Konsequentes Zupacken von Annika Lott, die Gegnerin mit runterzieht. Ja. Naja, so schlecht ist das so wirklich auch nicht. Ja. 15:11. Die deutsche Mannschaft hat dem Spiel eine ganz gute Wende verpasst.
keine klaren Abschlussmöglichkeiten mehr oder nur ganz wenige für Ungarn, sagen wir es doch. Ja, da waren sie auch nicht wirklich sortiert und den darf man dann auch gern mal verwandeln. Halbzeit, 15:11 Führung für Deutschland. Die Möglichkeit für Sie, was zu gewinnen. Wir sind gleich wieder während der Pause zurück. Jetzt geht's weiter mit Handball. Präsentiert vom Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid, Coupé, Hybrid und SUV. Wir sind zurück in der Porsche Arena und ich finde das schön, wie die deutschen Frauen nach einem wirklich suboptimalen Auftakt, so will ich es mal nennen, ins Spiel zurückgefunden hat. Weil du hast ja auch diese Niederlage von der vergangenen Woche gegen Brasilien im Hinterkopf. Willst hier zeigen, dass das ein Ausrutscher war, dann läuft es in der Anfangsphase nicht. Aber dann die Fäden aufnehmen, miteinander verknüpfen, ein schlüssiges Gesamtbild daraus gestalten, das finde ich sehr respektabel. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, es muss immer das Ziel sein, sich aus so einer schlechten Phase wieder rauszuholen und umso besser natürlich, wenn es gelingt, weil mit so einem Spiel wie letzte Woche in Dortmund willst du natürlich nicht nach Paris reisen, von dem her ist schon wichtig, dass wir auch nochmal eine gute zweite Halbzeit jetzt hier spielen. Und da gehen wir jetzt rein und das Ganze live mit Emotion und die deutsche Mannschaft von rechts nach links. Schmelzer und Antl vorne. Sollen die Ungarinnen jetzt mal richtig beschäftigen. Binden, Lücken aufreißen. Ja, auch hier sofort das Zupacken. Gut rausgekommen von Petra Fücitovici. Albeck, die sofort an Emily Berg dran ist. Guter Block in der Mitte. Annahmeprobleme bei Anna Albeck. Und dann ist das Umschaltspiel ein bisschen zu langsam in diesem Moment. Ungarinnen waren alles andere als sortiert. Ja, ich sag, wir haben das auch in der ersten Halbzeit nicht so gut die Chance nutzen können, dann wirklich mit dem Tempo nach vorne zu gehen. Mannschaft von Markus Gaugisch gibt dem Gegner dann die Chance, sich dann eben doch zu sortieren. Genau, dann müssen sie wieder in 6 gegen 6 und das fällt uns heute schon auch ein bisschen schwerer, wie wir das in anderen Spielen schon gesehen haben. Aber zumindest den 7 Meter rausgeholt. Und damit kann man auf 5 davon ziehen. Ja, der war luschig. Ich sag's mal so salopp. Halbe Höhe, oder? Ja, und dann ohne Druck. Kinga Janurek jetzt im Kasten, die 32-Jährige, spielt seit 2020 für Ferencváros Budapest. Auch sie eine Teamkollegin im Verein von Emily Bölk. Teuterin schön verladen. War schwer zu sehen, dieser Wurf. Vor allem auch spät zu sehen für Katharina Filter. Aber gut gemacht. Schöner Wurf. Kinga Debrecini-Klivini hat schon ein paar gute Akzente in der ersten Hälfte gesetzt. Ja. Stark. Schönes Anspiel. Winzer Winkel, trotzdem gut verwandelt. Maike Schmelzer an ihrem heutigen Geburtstag. Sei ihr von Herzen vergönnt. Zweite Chance auf den Ball gegeben für Kinga Debrecini-Klevigny. Gut abgeräumt. Geduldig gespielt, aber Katharina Filter ist wieder da. Einwurf aber, oder? Ja, ja, ging nicht hinter die Grundlinie, sondern Seiten aus. Egal. Parade zählt. Das ist keine wirkliche Herausforderung. Schwacher Wurf. Schön, endlich mal schnelles Umschalten. Ja, aber die Möglichkeit ist da. Freier Wurf, das war gut reagiert nach der Parade, nach dem Ballgewinn, auch wenn die Finalisierung. Ja, aber das brauchen wir auch, die Gegenstöße, dass wir die laufen. Relativ einfaches 1 gegen 1. Erfolgreich umgesetzt. 16.
13. Gölk, schöner Aufsetzer. Platziert darauf. Immer wieder der Ansatz mit 7 gegen 6. Auch hier erfolgreich gewesen. Geiler Pass. Ja, da hast du dann auch nicht die große Chance als Torhüterin. Ja, schnelle Mitte. Wunderbar. Smith. Gegner überhaupt nicht aufgepasst. Komplett verschlafen. Weil die deutsche Mannschaft das bislang so auch nicht gespielt hat. Richtig. Schmelzer, schöne Absetzbewegung. Aber es bleibt dabei. Zu viele hochkarätige Möglichkeiten, die liegen bleiben. Es macht keiner absichtlich, das ist doch klar. Aber wenn du Großes erreichen willst, musst du die machen. Danke, dass du das sagst. Ich weiß aber auch, wie die andere Seite aussieht. Ja, ja, ja. Ich kenne das und trotzdem die freien Dinger, die willst du einfach reinmachen. Aber gut antizipiert von der Abwehr. War gut verteidigt. Ja, diesen Bodenpass haben sie kommen sehen. Richtig zugemacht in der Mitte. Aber dieses Einwechseln der deutschen Torfrau auch nicht konsequent ausgenutzt von den Ungarinnen. Nee, das stimmt. Zweimal ja. Anspiel war gut, aber... Da war sie schon fast durch. Hätte sie fast selber gehen können, dann liegt sie nochmal raus. Katharina Fülter schön nach vorne gekommen, alles verkürzt an Winkeln. Auf der anderen Seite Johanna Stocktrainer, diesmal macht es besser. Unter größerem Abwehrdruck bringst du ihn rein. Ja. Erfolgreich war die 95. Am Sonntag gegen Brasilien erwartet die deutsche Mannschaft noch mal eine ganz andere körperliche Präsenz des Gegners. Kann man sich schon mal darauf einstellen. Aber das hat man ja gelernt am vergangenen Samstag in Dortmund. Generell, diese Gemeinschaftsveranstaltungen immer häufiger. Ich finde es super, wenn beide Nationalmannschaften am gleichen Ort am selben Tag spielen. Ja, ich glaube, es ist auch ein Mehrwert für den Standort, wenn man beide Mannschaften sehen kann. Und du hast immer eine volle Halle, gerade jetzt auch. Für uns natürlich, für uns Frauen, super Plattform, vor so einer Hütte zu spielen, das ist immer geil. Schön. Guter Spielzug. Fläche, das Feld ist gut genutzt. Jenny Behrendt mit dem Treffer. 20 zu 15, erfolgreich die 30. Jenny! Gibt ja auch einen Saisonauftakt, der dann ansteht. Auch erstmals gemeinsam HBL und HBF mit dem Supercup-Tag. Am 31. August im PSD Bank Dom in Düsseldorf. Bei den Frauen Pokalsieger TuS Metzingen gegen den deutschen Meister Bietigheim, Nachfolger Ludwigsburg. Bei den Männern deutscher Meister Pokalsieger Magdeburg gegen Vizemeister Füchse Berlin. Schon mal was für ein Eintrag in den Kalender. Da wird es mit Sicherheit auch einen super Handballtag geben. Ich finde es cool, dass man es zum ersten Mal jetzt wirklich mit zwei Spielen ausrichtet. Zwei Titel zum Angucken, also von dem her, ich freue mich drauf. DAB.de Tickets, die Möglichkeit noch für Sonntagkarten zu bekommen, für beide Spiele, Männer und Frauen, hier in der Porsche Arena. Aber auch für das Spiel morgen, wenn man so ein bisschen internationales Flair erleben möchte. Die Männer aus Ungarn spielen gegen Japan um 15 Uhr. Auch da die Möglichkeit, den Sonntagsgegner mal genau unter die Lupe zu nehmen. Für alle, die Interesse dran haben, Karten sind da. Für
so ein Zeitpunkt in der zweiten Hälfte, wo auch die deutsche Herrenmannschaft noch mal so einen Wackler hatte, wo man die Ungarn hat rankommen lassen. Ja, weil wir es vorne jetzt nicht mehr ganz so konsequent durchspielen. Also wir haben Phasen gehabt, da machen wir es gut, wenn wir das schnelle Spiel kommen. Und sobald die Ungarn aber da stehen, quasi im Sechseck und sie sortiert haben, da tun wir uns schwer, wirklich klare Torchancen zu erarbeiten. Arm der Schiedsrichterin ist schon wieder oben. Starkes 1 gegen 1. Das ist das, was du in dieser Situation rausholen kannst. Bei drohendem Zeitspiel. Ja, sie hat aber auch Platz. Also da war Platz da, um in die 1 gegen 1 zu gehen. Und dann zieht sie mit aller Macht in diese Lücke rein und bekommt dann zurecht den 7 Meter. Aber die Entschlossenheit musst du in dem Moment eben auch zeigen und haben. Greisels. Oh. Wieder Kinga Janurik, wieder ein halb hoher Ball auf Höhe der ausgestreckten Arme. Zu Recht der Ärger. Ja, Schlagwurf, da war Druck dahinter. Petra Simon. Jahre jung. Aber die schnelle Antwort. Sehr gut. Ja, jetzt haben sie entschlossener verteidigt. War auch gut zu sehen. Abschlussaktion von Emily vorne. Sie ist sofort hinten, sofort wieder im Business drin, an der Gegenspielerin dran. Ja, ich meine, die Ungarn geben trotzdem jetzt auch Gas. Wir haben schon ein Spiel, wo viel hin und her gerannt wird. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer schneller sich hinten sortieren kann, um dann den Gegner in 6 gegen 6 zu zwingen. Aber so ist Handball heute. In dem Moment, wo du wirst, musst du mit dem Gedanken eigentlich schon zurücklaufen sein. Egal, sagen, was aus dem Ball wird. Das ist nichts Neues hier heute. Nee, das ist schon Wahnsinn. Schöner Abschluss. Ja, zwei Gegenspielerinnen zu Fall gebracht, damit alles offen. Zuspiel von Vamos. Ja, dann haben die Ungarn schon seit Jahren sehr, sehr gute Außen, sowohl rechts als auch links, die wirklich qualitativ sehr, sehr gut sind, viele Wurfvarianten drauf haben. Die nehmen so einen Winkel dankend an. War der Treffer von Greta Marton und hier gibt es den 7 Meter. Teuterin nicht so einverstanden mit dieser Entscheidung, aber wäre auch ein Wunder, wenn. 7 Meter für alle Hände. Sie hatte eine gute Quote in der Abwehr von 7 Metern. Dritte Schützin jetzt, oder? Ja, gegen sie. Gegen Kinga Janurik, die dritte Schützin der deutschen Mannschaft. Antje Dölli. Mach ihn rein, komm. Ja. Jawohl. Mit der 29, Antje! Ja, da fließen Tränen. Auf der ungarischen Bank nach der roten Karte in der ersten Halbzeit von Katrin Klöber. Klar, ist nicht das, was man will. Ja, auch hier. Dauert eine Weile, bis die Deutschen dann Fahrt aufnehmen können. Aber das Pass. War klasse. Geil gespielt. Oh. Oh, schade. Verwertungsquote von Johanna Stockleder, so lala. Das geht so einfach durch die Mitte. Butterweich durchmarschiert. Vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt für eine Auszeit, um da mal Einfluss zu nehmen. Auf geht's! Sieht noch nicht so aus auf der Bank. Nee, hat noch nicht so die Ambition. Deutschland liegt ja noch mit 3 vorne.
Aber es ist auch subtropisch heiß hier in der Halle. Das muss man klar mal unterstreichen. Das ist heute eine echte Quälerei da unten. Schön. Julia Behnke, die 31-Jährige aus Mannheim. Hat man auch nicht so oft. Sie gehört zu den Spielerinnen, die beidhändig abschließen können. Sowohl mit links wie mit rechts. Damit auch schwer ausrechenbar für die Gegnerinnen. Du schaust dir das Wurfbild des Gegners, des Direkten an. Genau, also es ist natürlich schwieriger. Natürlich ist ihre stärkere Hand die rechte. Aber sie kann auch zur Not mit der anderen. Und das ist natürlich für ein Tor dann nicht ganz so einfach, um dann... Oder man muss mehr Wurfbilder lernen, sagen wir es mal so. Auch für die Abwehrspielerinnen. Auf welche Seite gehst du? Was blockst du? Genau. Gutes Zufassen. Julia Meinthoff. Das deutsche Spiel kann nur über eine solide Abwehr gehen. Petra Vamos spielt in der kommenden Saison in Metz für den dortigen Meister und Pokalsieger in Frankreich. Was das Körperspiel angeht, ist das hier alles schon deutlich intensiver als bei den Männern vorher. Das kann man schon mal festhalten. Aber das haben wir ja schon in der Anfangsphase gesagt. Nächste 2-Minuten-Strafe gegen Anna Albeck. Schön. Schön gemacht. Schön abgeräumt, ja. Und was mir bei diesem Angriff jetzt gefallen hat, nicht in der ersten Variante den Risikopass nach außen gespielt, sondern nochmal abgebrochen, nochmal neu aufgebaut. Und im zweiten Anlauf ist dann durchgezogen, was man im ersten schon machen wollte. Genau. Dass da eben die Übersicht da war, die Ruhe. Ja, auch den Ungarn Zeit geben, sie in Bewegung zu bringen und dann eben diesen Schritt irgendwo zu langsam zu sein. Vamos. Gibt hier auch die 2-Minuten-Strafe her. Johanna Stockschleder für dieses Schubsen gegen Petra Vamos. Aber Emily Berg muss runter, oder? Emmy muss runter, ja. Tatsächlich. Ihre zweite 2-Minuten-Strafe. Hier sehen wir es nochmal. Beide mit den Händen dran, aber der Schubser kommt von Emmy. Ja. Und dadurch geht die Gegenspielerin dann rüber zu Johanna, die dann auch noch eingreift. Aber der Auslöser ist Emily Berg. 114. Länderspiel, derweil schon. Ja, schön ausgespielt, Raum genutzt, Ball gut laufen lassen. Greta Marton. Auch schon bei Olympia dabei gewesen in Tokio. 2 Weltmeisterschaften, 2 Europameisterschaften. Da ist viel internationales Wissen. Ja, und auch mit den Vereinsmannschaften immer auf hohem Niveau. Also, die kennt sich schon aus auf, ja. auf der Ebene. Ja, das ist es dann eben. Sie spielt seit 2017 für Ferencvaros. Und die sind halt traditionell immer lange in der Champions League dabei. Ja, stimmt. Und das ist halt das Stahlbad. Aber auch da wird es ja aus deutscher Sicht besser. Ja, ich glaube, wir haben in dem auch in den letzten Jahren da einen Schritt nach oben gemacht, dass wir mehrere Spielerinnen im Ausland haben, die wirklich da bei Topclubs untergebracht sind. Wir haben aber auch jetzt mit Bietigheim dieses Jahr jemanden drin gehabt, der selber im Final Four war, wo auch viele Spielerinnen dabei waren. Also von dem her, es tut sich was und es geht Step by Step in die richtige Richtung. Und der Olympia ist nur ein Zwischenschritt, wie ich gehört habe. Schöner Hüpfwurf von Greisels, aber auch gut antizipiert von der Torfrau, Kinga Janorik. Ja, auf der Torhüter-Position sind die Ungarn sehr gut besetzt. Kennen sich vom Verein, sind sehr gutes Gespann. Sind da jetzt bei Budapest, zählen nicht zu den schlechtesten Torhüter-Gespannen, die man in der ungarischen Liga hat. Ja, dass du dann 2 Top-Torhüterinnen
in einem Verein hast, dass die sich gegenseitig das dann eben auch gönnen und das Zusammenspiel funktioniert. Das ist ja nicht immer so. Fällt dann oft halt dann auch leichter, wenn du eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2 hast. Wo vor allem die richtige Richtung gesetzt, dann die deutsche Abwehr und die Torhüterin waren in einer anderen Richtung unterwegs. Das Ding ist hier bei weitem noch nicht durch. Boah, zentral, quasi durch die Torfrau durch. Aber den sieht sie nicht richtig, oder? Ehrlich gesagt. Wird enger. Ja, abgestanden, keinen Ballkontrolle gehabt. Kann man so pfeifen, meine ich. Und die stand völlig alleine. Keine Zuordnung bei der deutschen Abwehr in dem Fall da. Und jetzt wird es dringend Zeit für eine Auszeit. Dysons neuer, innovativer Nassreiniger reinigt Hartböden gründlich und hygienisch. Während herkömmliche Wischer den Schmutz verteilen, verwenden die Mikrofaserwalzen des Dyson Wash G1 immer sauberes Wasser. Für ein rundum sauberes Zuhause. Leistungsstarke hygienische Reinigung von Hartböden. Jetzt auf Dyson.de und in einem Dyson Store kaufen. Zeit für einen neuen Job mit der StepStone App. Fast so schnell erfährst du mit wirkaufendeinauto.de den Preis für dein Auto. Ich zeig's dir. Ralf Schumacher? Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja klar! Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Schnell und einfach online. Meine Empfehlung, hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Dauerhaft bis zu 60% sparen. Meine Online-Apotheke. Volksversand.de. Exathlon, das neue Entertainment-Format bei Sport 1, das Sie regelmäßig in Zukunft sehen können. Auf einer Insel, Dominikanische Republik, da sind Parcours aufgebaut, sehr sportiv das Ganze, auf denen man sich beweisen kann. In vielen Ländern weltweit schon ein absoluter Erfolg. Die Protagonisten sind da Topstars geworden, wenn Sie das auch gerne werden wollen. Bewerben Sie sich für Exathlon, machen Sie mit. Das ist mit Sicherheit erstens eine Challenge und zweitens eine Riesengaudi. So ganz eine Gaudi war die Ansprache von Markus Gaugis gerade eben nicht. Sie war relativ lang. Viele taktische Details. Was nimmst du als Spielerin tatsächlich auf? Du weißt das. Das ist immer eine gute Frage. Klar, ist immer die, wo du natürlich involviert bist. Ich hoffe, dass die Mittelspielerin und die, wo hinten in der Abwehrzentral steht, alles mitgenommen hat. Und ansonsten dann nimmst du natürlich das mit, was für deine Position wichtig ist. Und das versuchst du dann umzusetzen. Manchmal ist es auch besser, gar nicht so viele Aufgaben zu bekommen, sondern sich auf seine Sachen zu konzentrieren, die 2-3 Inputs und das dann besser zu machen. Gut unterbunden, dieses Zuspiel an den Kreis, gut gestört. Fizitovici kam dann nicht an den Ball ran. Alles regelkonform. Ja, sehr gut. Verschoben und Smith. Schöne Einzelaktion. Auch schon 3 Europameisterschaften, 4 Weltmeisterschaften gespielt. Xenia Smith. Über so viele Jahre aus der Nationalmannschaft gar nicht wegzudenken. Natürlich für sie Olympia auch ein ganz krasser Höhepunkt. Nach so vielen großen internationalen Turnieren, das nochmal on top. Oh. Abwehr im Kreis. Das Rangehen an den Körper kann es nicht gewesen sein, ja. Das ist die einzige Option. Ja, ist richtig. Kutschera. Gegen Filter. Richtig geahnt, aber der war zu hart platziert. Und
da eben mit der höheren Abschlusschance, weil der kommt eben nicht halb hoch, sondern der kommt dann eben flach. Sarah Wachter jetzt im Kasten. Wechsel in den letzten 10 Minuten auf der Torhüterposition bei Deutschland. Gibt keinen Freiwurf. Meithof schaut die Schiedsrichterin noch mal intensiv an. Und fehlt daneben in dem Moment hinten. Doch. Gibt einen extra Punkt im Judo. Schön ausgehoben. Ja. Herzhaft. Aber solange es dafür nur einen Freiwurf gibt, ist es gut verteidigt. Ich wollte gerade sagen, alles richtig gemacht. Die Gegnerin ist beeindruckt. Schlägt natürlich auf der Platte nicht so schön auf, das muss man auch sagen. Es ist alles andere als angenehm, aber ja. Handball ist Vollkontaktsport. Ja. Eins gegen zwei. Ja, einfach so durchmarschiert. Fast so einfach. Da ist keine große Bewegung davor. Kommt trotzdem durch. Ausgleichstreffer in so einer engen Situation. Und dann geht der auch nicht rein. Antje Döll. Und das Spiel wieder an einem Kipppunkt angekommen. Kutschera. Gar keine Abwehr. Sehen erst mit der richtigen Geste. Kommt, lasst uns erstmal kurz zur Besinnung kommen. Was ist da jetzt verloren gegangen? Ja, es ist natürlich bei den Ungarinnen. Sie haben vom Rückraum her Spielerinnen, die sowohl als gegen 1 gegen 1 können, als auch eben von hinten werfen. Wir sind in der Abwehr nicht mehr ganz konsequent mit einer Linie unterwegs, wo wir wirklich die Gegner unter Druck setzen, sie nicht in ihre Chancen kommen lassen und dann einfach hinten wirklich einfache Tore kriegen. Und vorne machen wir sie leider nicht aktuell. Und dann drehst du natürlich ein Spiel aus ungarischer Sicht. Emily Bölk pusht von der Bank aus. Gute 7 Minuten noch auf der Uhr. Beschwert sich da, dass sie umgerissen wurde. Schiedsrichterin nicht darauf reagieren. Boah, was für eine Fackel. Laserstrahl. Ja, Kutschera. Ja, Kutschera. Früh mit zwei Minuten Strafen belastet, lange draußen gewesen, aber jetzt gibt sie noch mal Impulse. Wichtiger Treffer. Spiel von Lotz. Meithof mit dem Abschluss. Abwehr und Torhüterin komplett verladen. Ein bisschen
Bodenkontakt verlieren, helfen wir, den Körper reinstellen. Okay, aber das muss alles ein bisschen bei 9 Meter passieren, nicht da hinten. Okay, dann raus zum Gegenstoß, wenn Xenia Rückraum rechts ist, Kreisläufer zentral stellen, dann Xenia isolieren oder mit einem Kreuz und dann weiterspielen. Auf. Muss jetzt schauen, dass sie auf der einen Seite vorne Akzente setzen, aber sie dürfen jetzt auch im Prinzip nichts mehr kassieren oder möglichst wenig. Auf 9 Meter rausgehen, Bundestrainer hat es klar gesagt, das bedeutet jetzt sehr viel Fußarbeit noch in der Schlussphase des Spiels, hohe Beweglichkeit. Gut, aber mit dem sind sie natürlich auch in der ersten Halbzeit nochmal hier rangekommen. Ne? Also ich meine, das war nachher der Schlüssel zum Erfolg, warum wir mit 2 Toren in die Halbzeit gehen, weil wir eine bewegliche Abwehr hatten, weil wir viele Stopp-Fouls hinbekommen haben. Das ist natürlich schon das, was wir eigentlich konstant über eine längere Zeit brauchen. Ja, endlich wieder mal ein 7 Meter drin. Antje Döll. Die Kriminalkommissarin. Ja, auch ein schlechter Ball in den Rücken der Mitspielerin. Schade. Wäre beinahe Ball gewinnen gewesen. Das ist das, was man jetzt genau provozieren will. Hier das Tempo schon rausnehmen. Ja, aber die Ungarinnen schaffen es, die deutsche Abwehr dann reinzudrücken. Außen ist dann komplett frei. Ja, die spielen den Ball auch einfach gut weiter. Der Ball läuft über 3, 4, 5 Stationen und dann ist irgendwann jemand frei. Gut durchgesetzt. Schöne Antwort von Annika Lott. Schöner Ballgewinn. Boah, das wird jetzt abgepfiffen. Das verstehe ich auch nicht. Sorry, ich kann es jetzt nicht genau erklären, warum das so ist. Der Ballgewinn ist an der 9-Meter-Linie. Das ist der Gegentreffer, eine ganz andere Situation. Kriegen wir jetzt momentan nicht aufgelöst, aber Ballgewinn, nach vorne spielen. Ich habe da jetzt nichts gesehen, ehrlich gesagt, aber okay. Bin ich bei dir. Schön, dass du es auch nicht gesehen hast. Hätte man aus meiner Sicht einfach laufen lassen dürfen. Aber hallo. Gibt wieder 4 Zuschriften von Schiedsrichtern. Freue mich drauf. Hier. So, da ist der Ballgewinn. Und jetzt das Spiel nach vorne. Das Spiel war nicht unterbrochen. Sie hatten von dem falschen Punkt aus. Ich lasse es sein. Sortieren sich noch mal. Petra, der Bentford. Ugyanúgy az víz, az kili, az biztos. Ugyanúgy kettőre érkezem. Neked ide kell mozogni a víz mögötti területre. Így be tudsz neki játszani a labdát, amikor már megérkezem, támogsz, és onnan bepatintod. Össze kell szedni a tempót, azt tudom elő. Mindegy, ha nincs nálunk a labda, védekezésbe visszarendeződjük, te vagy a hármas, te vagy a másik hármas, kettes. Ahogy behat rá, abban alakulnak hozzá rőnyök. Mindenki bent van. A következőre azt játszunk, hamis, látjuk keresztet, bemész, így
van a Petra 3-asnál, kifele mész, neked labda nélkül, befele. Ah, der war noch eine Menge Text, der ungarische Trainer, aber es war mehr so von Tonfall her die Streichel-Variante im Vergleich zu dem, was wir vorher schon mal gehört haben in der ersten Halbzeit. Gut, er hat ja jetzt auch wieder die bessere Position. Ne? Also, sie führen mit einem, sie haben sich da auch wieder zurückgekämpft. Und er wird ihnen noch ein paar Takte auf dem Weg mitgegeben haben, wie sie das jetzt am besten auch über die Zeit bringen. Noch ist alles möglich, Handball, schnelllebig. Geht schon noch was, wenn die Abwehr steht. Ja, wartet fast schon auf den Pfiff, weil sie es nicht glauben kann, dass sie diesmal durchlaufen darf. Lott, Dankeschön. Entschlossen zugreifen von Julia Behnke. Gegnerin hat keine Ballkontrolle mehr und dann Caro einfach. Gerne nochmal. Wieder gut aufgepasst von Lott diesmal. Und wieder zum Momentum, was man jetzt ausnutzen muss. Schöne Achterbahnfahrt dieses Spiel. Der ungarische Trainer hat sich ja die Stirn getippt mit beiden Fingern Richtung seiner Spielerin nach dem Motto, Leute, mit Verstand spielen. Ja, du führst, du nimmst die Auszeit und hast dann wirklich zwei sehr einfache Fehler. Ja! So, sehr geil. Annika Lott, jetzt in der Schlussphase, ganz wichtige Szenen mit dir. Geht doch. Versucht mit Tempo anzulaufen, erst einmal unterbunden. Arm ist oben, passives Spiel drauf. Gut schon ran. Um es auszuspielen, das wird nicht gehen. Ja! Und so hat man mit guter Abwehrarbeit den Gegner dazu gezwungen, einen Halbseitenabschluss nehmen zu müssen. Und damit die Chance, den Deckel jetzt drauf zu setzen. Kein schneller Ballverlust, ausspielen, wenn es geht. Ruhig mal festmachen lassen, sie werden die Uhr nicht sofort anhalten. Aber wenn die Ungarinnen den Ball auch so laufen lassen. Ja, genau richtig. Und die Uhr läuft weiter. Und die Uhr läuft weiter. Und Dankeschön. Abklatschen zum Sieg. 30-29 in der Schlussphase. Der Ungar nimmt die taktische Auszeit und die Deutschen machen danach alles richtig. Ja, also die Auszeit ist nicht ganz nach ungarischer, wie sagt man, nach dem gelaufen, wie sie das vorgestellt haben. Aber Chapeau, das Spiel dann doch nochmal gegen Ende so zu drehen, dass man heute einfach auch mit einem Erfolgserlebnis nach Hause geht. Ganz wichtig, denke ich, nach dieser Niederlage gegen Brasilien, die dann doch einige wirkliche Lücken offenbart hat. Die Art und Weise in dieser Achterbahnfahrt heute, wie man immer wieder den Schwung nach oben bekommen hat, aus der Talsohle raus, hat mir imponiert, fand ich gut. Ja, auch wenn natürlich, also auch in der Abwehr hatten wir den einen oder anderen Hänger noch drin, also es gibt definitiv noch